Ping, 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 ping. Nice. Auch das wöchentliche Ziel in Sachen Briefmarken haben wir erfüllt. Und noch 4 Level bis Rang 110. Ihr habt mir geschrieben, alle 10 Level jetzt auf dem Scoreboard nach 100 gibt es Atome. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht schon früher. Aber ich glaube, es waren 10. Bin mir nicht ganz sicher. Und 20.000 EP noch obendrauf. Wow, das ist echt viel eigentlich, ne? Aber wir haben auch viel gemacht, ne? 2-mal die Vorbereitungsaufgaben, meine Güte. Aber okay, erstmal zurück ins Camp. Was? Sind wieder Außerirdische da? Kann das sein? Ich habe mich gerade frisch eingeloggt. Ist eine neue Aufnahme. Gut abgepasst, oder direkt nach der Expedition. Oder das ist der Anfang von einer neuen Folge. Na dann vergiss, was ich gerade gesagt habe. Nee, war nur temporär. Vielleicht so ein leichtes Foreshadowing für die nächste Alien-Invasion. Los, wir haben doch keine Zeit. Wir müssen viele Dinge tun. Als erstes die Boohoo-Maschine anmachen. Haben wir noch legendären Kram zu verticken? Nein. Oh, sehr gut, Vergangenheits-Leo. Schön, der Schnee ist wieder da. Jetzt fühle ich mich doch gleich viel, viel besser. Money mitnehmen. Schrott mitnehmen. Und Kaffee nicht vergessen. Der sammelt bis 4, ne? 5 habe ich da noch nie gesehen gehabt. Wie viele Bierchen haben wir? Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt Hochspannungshefeweizen für Enki. Yay. Ich habe Enki dabei und ich habe Gleisi dabei. Und so leicht sollten wir immer noch eigentlich... Ich guck mal eben, nicht, dass ich den Mund zu voll nehme. Oh Mann, ich habe das doch alles so halbwegs vorbereitet gehabt. Wir sind nah dran. Nee, sind wir nicht. Wir sind alles andere als nah dran. Eine Sekunde, ich glaube... Ah, alles klar. Da hat sich wieder Kram reingeschummelt. Was für eine Frechheit, aber wirklich. Und auch noch aufbereitetes Wasser. 33 Stück, das verkaufe ich lieber mal gleich. Eine Sekunde. Das gilt als optimale Vorbereitung hier. Und Bier machen wir auch noch fertig, ne? Eins nach dem anderen. Ich fange an mit Verkaufen. Das ist schon wichtig, ne? So, hi. Ich hab's hinbekommen gehabt. Wirklich. Ich konnte Catty endlich benutzen. Und meine Güte, haut Catty rein. Weg, 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 weg. Ach so, ja, wir haben Score Level 110 oder 11 erreicht. Es gibt wirklich Atome. Müssen wir uns noch abholen. Dürfen wir nicht vergessen. Wie schwer sind die Wurfmesser? Die sind eigentlich ganz cool. Die kann man immer wieder aufheben. Und machen 108 Schaden. Naja, ich meine, ja. Einfach mal ausprobieren. Just for fun. Just a little bit. Haben wir noch genug verdünnte Stimpaks? Zeig ich mal. What the heck? Eine Sekunde. Ich komme gleich wieder, Jimmy. Oh, und sonst so? Was machen wir sonst heute noch? Viele coole Sachen. Doppelscore. Yay. Werkstatt. Tagesquest. Legendary. Das spielt sich ja fast von alleine. Und den Level nicht vergessen. Ne? Wir haben noch 21 Stunden. Für mich ist gerade mitten in der Nacht, 8 Uhr abends. Ey, wow, dass ich noch wach bin, der Hammer. Herstellen bitte. Aber es hat sich gerade so ergeben. Heilung, Stimpaks, verdünnen, alle. Aber jetzt ist es weg, ne? Jetzt ist das aufbereitete Wasser weg. Können wir jetzt, ich weiß nicht. Werden wir gleich sehen. Den Rest an Kronkorken bitte auch noch abholen. Wie viel hast du? Oh, 1000, das ist ja prima. Eignet sich ja ideal für eine schnelle Verkaufstour. Dafür haben wir ja die ganzen Seeren. Zweimal bitte. Zweimal Pflanzenfresser bitte. Wie ich. Ich bin auch ein Pflanzenfresser. Aber hin und wieder. So ein Kotelett muss schon sein. Finde ich. Ist lecker. Zack. Jupp. Weg damit. Dankeschön. Oh mein Gott. Red Away 121. Daran könnte es natürlich auch liegen. Vor allem, wenn wir hier ohne den Apotheker, den Reiseapotheker durch die Landen ziehen. Weil der fällt ja weg im Schläger-Loadout. Naja, werden wir sehen. Ne? Ansonsten verticken wir die dann später. Aber es funktioniert. Mit 3 Waffen. Catty, Gleisi und Enki. Und verstrahlte Grüße zum Verstrahlen. Aber da habe ich gerade sowieso keine Munition. Wiegt aber nur 5. Egal. Egal. Wir machen weiter. Wir wollen, genau, wir wollen hier Hochspannungshefeweizen herstellen. Ballistikbox haben wir noch ohne Ende. Was fehlt wieder? Klingen. Achso, ja. Flup, flup, Bombe. Flup, flup, Bombe. Flup, flup. Hochspannungshefeweizen wollen wir herstellen. 6 Stück. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Abgekochtes Wasser. Ist mir egal jetzt. Ist okay, wir haben ein paar.
Das muss erstmal reichen. Und ich habe schon was vorbereitet. 1, 2, 3, 4. Mhm. Und die drei wieder. Rinder in die Kiste. Und noch den Whisky auch noch hier, ne? Dann sehen wir gleich für die nächsten Labrador-Post. Da haben wir schon mal vorbereitet. Wir können loslegen, wenn wir wollen. Wobei, was sagt der EP-Buff? Wir müssen ja heute noch, ne? Verwandte Seele, das ist wichtig. Sehr schön. Flupp, den schnellen Intelligenz-Buff noch hinterher. In die Rüstung, damit wir auch so ein bisschen unsere Fusionskerne verbraten. Und dann gucken wir mal, wo die nächste Horde ist. Legendaries müssen erledigt werden, unter anderem Reise-Loadout. Wobei, ganz kurz, Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Aber bei 121 Red Aways brauche ich mich auch nicht wundern. Nein, nein, nein. Oh Gott, Stapelgewicht 50. Auch die Stimpaks, die müssen wir alle verkaufen. Wie viel Platz haben wir noch in der Kiste? Wir haben noch bestimmt gut Kram verkauft in letzter Zeit. Dann können wir die da erstmal zwischenlagern, wenn wir wollen. Aber nur, wenn genug Platz da ist. Verdammt nochmal. Na gut. Aber wir sind näher dran, denn je, Catty richtig, richtig, richtig auszuprobieren. Wie Catty es halt verdient hat. Und außerdem haben wir Geld ausgegeben für Catty. Kronkorkengeld, Event, Daily Ops und so weiter und so fort. Und ich habe gute Neuigkeiten für die Enklaven-Events. Und zwar müssen wir die doch weiterspielen. Ich will noch ein Enklaven-Plasma-Gewehr haben. Wieder mit einem Visier. Und wieder legendär. Diesmal aber auch mit der Flammenwerferdüse. Aber diesmal auf Vampir gerollt. Habt ihr mir empfohlen. Klingt verdammt gut. Gerade gegen L. Damit wir da nicht so jämmerlich wegsterben. Aber nun gut. Wir müssen sowieso Event spielen. Einmal wieder rüber. Zedeka rocks. Da rockt es nämlich wirklich. Ja. Gleisi, es geht los. Machen wir. Oh, läuft schon. Das ist ja schön. Der muss noch aktiviert werden. Du. Und du da. Hi. Master, wunderbar. Wir packen. Aua, wir packen das. Hilfe. Wir packen es doch nicht alles voll mit Terminator. Köpfchen. Köpfchen, Köpfchen. So, wo sind denn hier meine Köpfe? Oh, so, jetzt ist Kopf. Reicht einer oder müssen es zwei Treffer sein? Wir sind ja hart, Mensch. Kann ich gerade nicht so richtig kontrollieren. Ein Schuss. Naja, der war schon angeditscht. Wohin? Hier rüber. Keine Panik. Aua. Ich mach schon. Weiter. Dranbleiben. Ich hatte gedrückt. Wie unangenehm. Reicht nicht. Es müssen zwei sein. Alles klar. Lieber auf Nummer sicher gehen. Verstrahlen bis zum Strich. Spritze mit H. Boom. Weg mit dir. Weiter darüber. Wer ist denn das da? Wer ist sie denn bitte? Raiderjäger? Was hat sie denn hier zu suchen? Los, danke. Philipp 6, Dreierloch. Grind, Mensch. Under Rail. Wie bei Tony Hawk. Postapokalyptisches Tony Hawk. Gibt's da nicht sogar eins, was so ein bisschen postapokalyptisch ist? Aber es gibt so ein postapokalyptisches Rennspiel auf der PlayStation 3. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wie das heißt. Der Schlamm sah echt immer richtig, richtig gut aus. Der hat so richtig Fahrrillen gehabt. Oh Mensch, ich hab das aber schon lange nicht mehr gespielt. Au! Au! Hilfe! Hilfe! Warum musste ich auch über PlayStation 3 Zeiten erzählen? Oh Mann, meine schönen, schönen Campers. Und mein Kram. Ich brauche ihn. Schnell. Bevor er geklaut wird. Ein schöner Wecker. Dankeschön. Großartig. Es war mir eine Freude und eine Ehre obendrein. Auch wenn ich sehr unangenehm weggestorben bin. Aber das passiert. Im Eifer des Gefechtes. Und jetzt ist alles weg, ne? Oh, die Anzeige spackt schon wieder so ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Hier ist noch Rad drinne. Trink das. Es wird vielleicht reichen, dich genug zu verstrahlen. Tut es nicht. Gut, dann eben bei der nächsten Gelegenheit. Dosenkaffee ist noch auf der Dosenkaffeetaste. Nein, ist es nicht. Dann packen wir mal den Dosenkaffee da wieder rauf. Na, aber wir sammeln noch. Wir sammeln noch. Wir brauchen ganz viel Dosenkaffee. Aber dazu später mehr.
Wir haben 418 Gleisbolzen, also brauchen wir erstmal keine Muni aufheben. Gut, weiter, 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 weiter. Ich würde mir erstmal ganz gerne wieder meinen EP-Buff besorgen. Ganz kurz, Schnitt, Schnitt. Ein Schluck verstrahltes Wasser. Daphne passt wieder auf uns auf. Leicht entsetzt, aber sie tut es. Und die Kuh hat sich wieder selber eingesperrt. Wieder völlig absurd das Ganze. Und wo kriegen wir jetzt die Legendaries her? Wir brauchen einen Ort mit vielen, vielen Gegnern, den wir einfach so durchrushen können. Da kenne ich einen. Auf jeden Fall. Oh, 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 vorsichtig. Vielleicht vorher die Daily Ops mit ihm hier spielen. Was ist denn heute? Tödliche Rüstungsdurch. Getarnte Gegner. Oh, nur im Nahkampf können die Gegner gekillt werden. Aber jetzt, muss das genau jetzt kommen? Verdammt nochmal, ich werde die Red Aways und die Stimpaks verstecken. Aber das dürfen wir niemandem erzählen, sonst klaut die jemand. Ich komme ja schon. Aber das dürft ihr wirklich niemandem erzählen. Na gut, ihr könnt gucken. Wenn hier irgendwas liegt, dürft ihr das mitnehmen. Aber nur ihr, okay? Die anderen nicht so. So, Red Away. Weglegen. Stimpaks, weglegen. Super Stimpaks, weglegen. Hier liegt echt viel Kram dann, ne? Kratz! Vorsichtig, kurz hier stehen bleiben, damit der Kram auch wirklich hier liegt. Alles klar! Das sollte reichen. Doppelhand, Nahkampf, Loadout. Ja, es geht, Catty. Wir kommen. Es geht los, der erste Catty-Einsatz. Ich muss noch Bilder schießen mit Catty. Also ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst. Ach ja, stimmt, ich wollte ja diese Zwischenstückchen, falls sie mal passieren, mit Musik untermalen. Eine Sekunde. Meine Güte, das ist total der Rausreißer, ne? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Hier genau, Oblivion-Musik. Ja, die gute Nachricht zuerst. Ich habe mir gerade eben auf Amazon eine nicht ganz so günstige Tastatur bestellt für meinen Aufnahmerechner, weil es ist schon wieder passiert. Und das ist die schlechte Nachricht. Das Fortsetzen der Aufnahme hat der Aufnahmerechner nicht als, naja, als Aufforderung bekommen, weil die Tastatur mal wieder gestreikt hat, die chinesische Zweitrechner-Tastatur. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt eine neue bestellt, wieder kabelgebunden. Dann habe ich den Hackmack mit den Batterien auch nicht. Hier fehlt jetzt die komplette Daily Ops und das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen, weil das war sehr cool. Das war der erste Catty-Einsatz und mein lieber Scholli, ist das Ding stark. Aber ich weiß nicht, ob es noch in dieser Folge ist. Soweit bin ich jetzt noch nicht mit dem Zusammenschnippeln. Aber ich weiß, da kommt noch ein Catty-Einsatz. Gar nicht so weit mehr von hier entfernt. Es war auf jeden Fall noch in dieser größeren Aufnahme, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge sein. Passt sogar ganz gut jetzt hier, die traurige Oblivion-Musik. Ist ja auch so ein leichtes Drama. Ja, wollte ich euch nur kurz unterrichten. Ne? Hier geht es jetzt ohne Daily Ops weiter. Und ich mache einen Spruch, der bezieht sich eigentlich auf das Ende der Daily Ops. Macht keinen Sinn. Naja, ignoriert er dann einfach, ne? Sorry. Trotzdem weiterhin viel Spaß mit der Folge. Verstrahlte Grüße. Euer Leo, bis dann. Ich bin aktiv den ganzen Tag. Dröhnung gleit mit nur halb so viel an Koffein. So, dann wollen wir mal verkaufen, bitte. Zack. Ja, kann weg. Secret Service. Nein, danke. Was sagen die Tragekapazität? Immer noch astrein. Oh, wir sind richtig weit drunter. Wir dürfen nur nicht vergessen, unseren Sack hier aufzuheben nachher. Da liegt unser ganzes Geld. Oh Mann. Haben wir jetzt Platz hier drin vielleicht? Nicht wirklich. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Wir hoffen auf keinen Server-Crash. Schnell noch vielleicht ein passendes Thumbnail schießen. Klickety-klick-klick. Massiv. Oh mein Gott, wie gut sieht die denn mal bitte aus? Oh mein Gott, wie gut sieht die denn mal bitte aus? Oh mein Gott, wie gut sieht die denn mal bitte Third Person aus? Die absolute Zerstörung. Sehr schön. Testmonster, oh Testmonster. Heute gibt's nichts zu lachen und wir sind noch nicht mal blutig. Eine Sekunde. Zu wenig Gamma-Patrone. Müssen wir noch Muni herstellen? War da nicht irgendwas? Ja, müssen wir noch. Sehr schön. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Gamma-Patrone. Na Mensch. Was hängt denn der da bitte rum? Ja, Teamwechsel auf jeden Fall. Zack. Ausgestiegen. Mhm.
Und lass mich raten, Munitionsfabrik liegt immer noch. Nein, es ist die Mücke. Ich habe zur Abwechslung mal aufgepasst. Das gibt's ja nicht. Raus. Mhm. Dann Muni, Fabrik. Danke, ja. Herstellungsloadout, aber nicht so viel. Aber wirklich nicht so viel, ne? Verwerten. Naja, ein bisschen Kram hat sich schon angesammelt. I, weg damit. I, Doppel-I. Herstellen. Energiemunition. Fehlt irgendwas oder so? Oh Gott, Plastik. Na gut. Wir haben einen weiteren Auftrag. Einen Zubringerauftrag. Plastik, Plastik. Na klar, warte mal, stopp. Wir machen Folgendes. Und zwar, wir fangen an, die Expedition vorzubereiten. Und wenn wir Glück haben, werden wir in die Morgantown High School von Rucker geschickt. Und dann können wir da gleich auch noch ein bisschen Plastik mitnehmen. Für Gamma-Patronen, mit denen wir uns blutig machen. Und dann blutig geben wir, richtig, zum Testmonster. Oh, wir müssen sogar zu Raka. Aber wir könnten auch zum Landwirtschaftlichen Institut geschickt werden. Aber erstmal Psychotests. Von ihm hier. Oh, Strahlenschlägerei. Ah. Vom Hundertstel zum Tausendstel. Hallo, ich bin überhaupt nicht blutig. Die schlimmsten Preise aller Zeit. Oh Gott, und du hast jetzt auch noch Psychotests. Glück habe ich gestern geholt. In einer geplanten No-Commentary-Aufnahme, aber... Ich weiß nicht. Ich habe mich nicht so gefühlt gehabt. Und dann habe ich einfach die Aufnahme ausgelassen. Das war lustig. Da habe ich der Duft des Todes mit Gleisi gespielt gehabt. Und naja, das war die Vorstufe vom Finale. Das sah schon sehr lustig aus mit den ganzen Bolzen. Och Mensch, Strahlenschlägerei. Da würden wir auf jeden Fall den Level schaffen, aber den schaffen wir auch so, oder? Hey, come on. Ansonsten gehen wir mit Catty schön ins Westtech Forschungszentrum. Eins nach dem anderen. Sophie, Mensch, Holz oder Plastik? Wer ist es Plastik? Wer, Sophie? Lass mich ja. Geformtes Plastik. Ach, come on, ey, das gibt's doch nicht. Du willst mich doch wirklich holen. Achso, danke für den Hinweis. Blase ist hier. Da ist Blasen. Und hier gibt's Colas ohne Ende. Oh, auch andere Sachen, die ich gerade sehe. Falls wir mal wieder ein bisschen Cola brauchen. Die eine oder andere Flasche kriegen wir hier. Aber du hast kein Plastik. Mann. So, hi, nochmal kurz die Briefmarken. Kaufsoption checken. Ich sag doch, Mensch, wir kriegen auch beim Absolvieren der Expedition die Sachen. Was brauchen wir nochmal alles für unsere spezielle Spezialrüstung, die wir uns bauen wollen? Optimierte Armschienen, haben wir die schon? Nee, haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, das ist das hier, ne? Ja, haben wir noch nicht. 85 müssen wir uns noch kaufen. Kalibrierte Stoßdämpfer. Flop. Haben wir auch noch nicht. Müssen wir nach wie vor kaufen. Notfallprotokolle. Notfall. Kann es sein, dass es die Powerrüstungsteile nur gegen Briefmarken gibt? Und die anderen Sachen kann man sich zwar auch kaufen, aber auch erspielen. Wir sind hier doch keine Bibliothek. Nee, ne? Weil hier sind ja Sachen von der Rüstung. Wie die Stimpumpe. Wir hatten einfach nur Pech gehabt. Was auch sonst. Wetzmatrix haben wir auch noch nicht, ne? Ja, müssen wir uns alles kaufen. Insgesamt brauchen wir 4 x 85. 8, 16, 24, 32 plus 20 sind eine ganze Menge. 34, also 340 Briefmarken. 340, wie viel hatten wir jetzt nochmal? Giuseppe? Ui, naja, das ist jetzt gar nicht mal so weit entfernt. Bis zur nächsten Season ist ja noch ein bisschen. Und wir kriegen ja eventuell noch andere Teile. Aber Plastik, Sophie? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt müssen wir für dich extra Plastik sammeln gehen. Ich glaube, ich habe neulich ein Protektron-Bellen. Wir haben wirklich kein Plastik. Ich hier langsam durch? Geformtes Plastik 2. Sehr ungünstig. Ich stehe kurz davor. Ach naja. Wir machen erstmal die anderen Sachen fertig und dann können wir ein paar Läden abchecken. Ansonsten. Naja, müssen wir. Naja. Für Raka. Für Sophie und für uns Plastik sammeln gehen. Esme, Mensch, wie geht's trinken? Ja, genau, wunderbar. Ich springe vor Freude in die Luft. Und nicht, weil ich den Dialog so schnell wie möglich überspringen möchte. Hier ist der Sweet Spot. Zack. Blubdiwupp. Und schon geht's los. Rechts rum. Nein.
Nein, auch nicht hier, aber das Pfeffer merken wir uns. Pfeffer ist gemerkt, Salz ist gemerkt, Kühlschrank leer. Da ist das Fleisch, zwei Sachen müssen drüben liegen. Juti, nein, nein, ja. Schau bei den Sanitätern vorbei, wenn es dir nicht gut geht. Brauchst du was? Noch eine Sache. Ja, eine Sache brauche ich. Das da. Darf ich da ganz kurz bitte? Wunderbar. Und jetzt waschen, schneiden, legen. Flupp. Na, geht doch. Oh mein Gott, Plastik. Wir brauchen Plastik. Bitte. Bei irgendeinem Händler müssen wir doch Plastik finden. Jupp. Und jetzt den Kram gleich reinschmeißen. Flupp, 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 flupp. Ist drinne. Salz und Pfeffer. Esme. So, ja. Genau. Ich finde es super. Jetzt habe ich schon wieder der Panikmodus, ne? Ach da, genau, stimmt. Jetzt ist alles gut. Das geht nächste Mal noch viel, viel schneller. Rinder damit und fertig. Drogen bitte. Drogeneintopf. Und immer zweimal aufwärmen. Macht jeden Eintopf besser. Na gut, ich habe nur ein Stimpack. Dann vergiften wir halt den Raider. Das ist Raider-Gift. Los, 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 los. Ist das ein reisender Händler gewesen? Nein, Flüchtling, okay. Das hätte mich schon schwer gewundert. Hier, bitteschön. Das sieht aus, als ob du... Oh, jetzt ignoriert er uns. Das ist ja echt absurd, wa? Ja, ist gut, bitteschön. Danke, bitte, bitte. Rucker, wir kommen.